Ey, Bruder, eine Frage. Ja. Was machst du dagegen? Freunde, die fünf besten K.O.-Punkte. Ey, Junge, was für K.O.-Punkte? Mein Auge ist weg. Ja, sie sehen? Ganz einfach. Ganz schnell. Let's go. Also, Freunde, die fünf besten K.O.-Punkte für die Selbstverteidigung. Bedeutet die fünf besten, die einfach sehr effektiv sind und die auch jeder von euch da draußen nachmachen kann, wenn es mal zu so einer Situation kommt. Natürlich am besten, was? Abhauen. Ganz klar, Selbstverteidigung, kein nicht geführter Kampf ist ein Gewonnener. Flucht ist immer die beste Lösung, aber wenn es nicht geht, dann müssen wir halt kämpfen. Ne? Ja. Und wenn es um unser Leben geht, dann gibt es keine Kompromisse. So, Nummer eins, wie ihr schon gesehen habt, mein Bruder, wie geht's eigentlich deinen Augen? Alles gut, Bruder. Alles ich hab Glasauge mittlerweile. Okay, hast Glasauge. Sehr gut. Also, Nummer eins, die Augen. Ja, vielleicht gerne, vielleicht unmächtig, Knockout, keine Ahnung. Aber wenn die Augen angegriffen werden, selbst wenn euch ein kleines Baby da reingreift, es ist einfach nur ekelhaft, Desorientierung des Wahnsinns. Und ihr könnt auf jeden Fall dann spätestens wahrscheinlich abhauen. Von daher, wie machen wir das Ganze? Entweder hier mit dem Daumen am Gesicht entlang, hier richtig schön rein, und wir drücken nicht einfach nur, wir stechen durch, ja, bedeutet bam, durchballern. Was man auch beispielsweise machen kann, wenn man ein bisschen weiter weg ist, hier mit der Fingerspitzen, hier, bam, 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 rein. Ich mach's mal hier ein bisschen, ja, von hier, bupp. Und tut weh? Nein. Nein? Und wenn es noch Richtung Auge gehen würde? Dann ja. Dann ja? Okay. Spaß, das hat auch schon getan. Also, hier schön pam, pam, kurz zwei, dreimal reinballern, so schnell es geht, und nicht irgendwie so, sondern von hier wie eine Schlange. Ihr müsst euch vorstellen, ein Schlangenkopf ist hier, der wartet, hopp, und ist drin und brettert durch. Nummer zwei, Freunde, Halsregion. Ja, extrem gefährlich. Hier Kehlkopfbereich, hier seitlich. Wie machen wir das? Von hier Handkante, entweder straight nach vorne rein, ja, von hier, hopp, 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 hopp. Und natürlich auch immer mit Vorwärtsenergie. Ja, wir bleiben nicht einfach nicht stehen, egal welche Technik, immer Vorwärtsenergie. Bedeutet von hier, ich mache mal hier einmal, bam. Meinst du auf den Hals? Ich glaube, dein Mikro ist kaputt. Dein Mikro ist kaputt. Von hier, bam, rein. Oder halt mit dem Unterarm schneiden, Freunde. Von hier seitlich rein, zack, hier sind die Hauptschlagadern, die Blutzufuhr, Sauerstoffzufuhr zum Gehirn beenden. Und dann liegt er auf jeden Fall wahrscheinlich. Von hier, wie gesagt, auch, bam, ballern. Mache ich jetzt nicht, weil ich brauche meinen Bruder noch für die nächsten Videos. Links, rechts, gleich. Immer mit Vorwärtsenergie. Nummer drei. Das Knie, Bruder. Ganz locker, meine lieben Freunde. Super saftig Knie durchbrettern. Wie machen wir das? Nicht so, ja, dass wir einfach hier straight nach vorne kicken. Warum? Warum? Sag du es mir. Weil man entweder nicht treffen kann, die Fläche ist zu klein. Ja. Du verfehlst. Oder? Oder du rutschst aus. Genau. Ganz einfach. Sehr gut. Da hat jemand gelernt. Ja. So, nicht, wie gesagt, mein Bruder hier schon gesagt hat, der Nettil, nicht gerade, sondern euer Fuß ein bisschen, zack, nach außen drehen. Und schon haben wir hier eine super Fläche und können das Knie hier schön komplett durchbrettern. Das Gute ist, gerade Leute, die absolut keine Erfahrung haben im Kampfsport, stehen ja eh niemals so ein bisschen in den Knie, sondern kerzen gerade. Und so eine Überdehnung vom Knie, ich bleib mal so kurz stehen. Boah, Bruder. Und dann so kurz, siehst du? Jetzt stell dir mal vor, bam, durchbrettern. Das Knie ist wahrscheinlich durch, absolut. Ne? Knie verdammt teuer, da wird er wahrscheinlich nicht mehr stehen können. Aber besser für uns, weil wir wollen uns ja selbst verteidigen. Und wir können dann abhauen. Weißt du, denkst du, du wirst dann noch laufen können? Nein. Wahrscheinlich nicht, gell? Krabbeln aber. Krabbeln, ja. Du kannst schnell krabbeln, deswegen. Da musst du aufpassen. Nummer 4. Gerade bei den Männern, der Genitalbereich. Genitalbereich oder anders genannt, die Kronjuwelenkochon. So sieht's aus. Ne, hier, Krücken. Schön hier unten, die Glocken da unten, die hängen da so schön. Wie machen wir das, wenn wir nah am Mann sind? Was sehr gefährlich ist, weil, warum? Er kann immer wieder schlagen. Deswegen eigentlich immer Abstand halten. Aber wenn wir das machen, von hier nah, von unten nach oben, klatsch, wie so ein Schnapper. Pop. Wir ziehen das Knie an und von hier, bam, schnappen. Pop. Perfekt, wie pop. So ein Hebel. Genau. So schön, Peitsche, schön die Glocken läuten lassen. Kling. Oder, was man auch machen kann natürlich, wenn man ein bisschen weiter entfernt ist, Knie anheben, Push-Kick. Geht natürlich auch. Knie hoch, pushen, rein. Von hier auch, boom, durch da natürlich. Auch sehr, sehr effektiv, gerade gegen Männer. Viele sagen immer, ja, wenn du unter Adrenalin bist, bla bla bla, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich muss euch eine Sache sagen, was man immer wieder vergisst. Selbstverteidigung ist nicht immer, wir sind mitten in einer Schlägerei schon, sondern er macht Stress, ich bin vielleicht eine Frau. Keine Ahnung, bin vielleicht ein Opfer, weil ein Aggressor sucht sich immer ein Opfer aus. Und wenn er das eh schon gewohnt ist, irgendwie Stress zu machen, was auch immer, der wird da gar kein Adrenalin so wirklich haben. Der wird es auch gar nicht erwarten, dass er sich verteidigt. Weil würdest du bei mir Stress machen, wenn du wüsstest, ich würde gegen dich jetzt richtig kämpfen und mich verteidigen? Ich bin Albaner, ich mache bei jedem Stress. Okay, er ist Albaner, das ist was anderes. Aber allgemein? Nein. Nein, seht ihr. Weil Leute wie er, ekelhaft, suchen sich Opfer. Von daher, Freunde, kein Adrenalin, bam, einfach die Kochon ist durch, weg ist er. So, jetzt nochmal 5. Ich würde sagen,
Nummer 5 könnt ihr uns mal verraten. Was oder? Ist euer Favorit? Ja klar, oder? Nummer 5, Freunde, schreibt es unten in die Kommentare, was ist euer Favorit, euer Noggin. Vielleicht ist es hier Kinn, Uppercut, auf die Nase und so. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Leberhaken, Solarplexus, bla bla bla. Und dann sagst Bescheid. Du uns deins mal. Dann sage ich mein Top-Favorit. So sieht's aus. Ihr wisst Bescheid, liken, teilen, kommentieren. Abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.